Mein grosses Ziel ist es, eines Tages zurückzuschauen und zu realisieren, dass ich in jedem Moment das Bestmögliche rausgeholt habe. Und dass ich fähig bin, um über so eine lange Zeitspanne können das machen, was ich liebe. In der letzten Zeit bin ich nicht viel am Snowboarden gewesen. Ich hatte eine Verletzung und deshalb habe ich meine Saison früher beendet. Es hat natürlich körperlich geschmerzt, aber mental hat es noch viel mehr geschmerzt. Weil die Zeit wieder aufzuholen, ist einiges anstrengender, wie einfach Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Wenn ich heute wissen würde, dass ich morgen nicht mehr snowboarden könnte, dann würde es mir gar nicht gut gehen. Zweimal Schlüsselbein gebrochen, die Wirbelsäule gebrochen, Hüftbruch, Handgelenkbruch, dreimal das Kreuzband gerissen, mehrere starke Gehirnerschütterungen und eine sehr lange Zeit braucht es dann auch, um wieder zurückzufinden und das Vertrauen zu holen. Ich durfte an mir selber erfahren, dass es möglich ist, um durch kleine Veränderungen grosse Fortschritte zu erzielen. Mein grosses Ziel ist es, mich jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Wenn du oben an der Halfpipe stehst und du weißt, es zählt, dann zählt nur der Moment. Und alles ist still. Dank dem Snowboarden habe ich einen Weg gefunden, um meine Zeit so zu erleben, wie ich sie erleben will. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich musste den Frühling die Saison frühzeitig beenden aufgrund von einer schweren Gehirnerschütterung und einer Hirnblutung. Laut den Ärzten bedeutet das normalerweise das Ende von so einer Karriere. Ich sehe es aber anders. Es ist eine Chance, dass ich durch das mentale und kognitive Training zu einem besseren Athlet und holistisch zu einer besseren Version von mir selber werde. Und wegen dieser Erkenntnis weiss ich jetzt auch, dass ich in vielen Bereichen noch so viel Fortschritt erzielen kann. Und somit wird in Zukunft noch viel, viel mehr gehen. All diese Verletzungen haben mir etwas gezeigt. All diese Verletzungen haben mich etwas gelernt. Und jedes Mal bin ich wieder aufgestanden. Weil ich habe einfach gewusst, nein. Snowboarden ist einfach viel zu geil. Das Gefühl ist unbeschreiblich. David Hablötzl, 26 Jahre alt, für die Schweiz schon dreimal an den Olympischen Spielen in der Disziplin Snowboard Halfpipe. Ich freue mich auf alles, was noch auf mich zukommen wird.